Zusammenhang zu bringen. Die Josef-Dietzen-Club ist eine Gesellschaft, die sich mehr oder weniger im linken Gesellschaftsspektrum wiederfindet und einen humanistischen Ansatz verfolgt. Wir sind ein philosophischer Zirkel und setzen uns in unregelmäßigen Abständen, aber wenn dann sehr intensiv zusammen und brüten über das, was in der Gesellschaft abläuft, die Zeitgeist, die Zeit läuft, bestimmte Probleme und sind irgendwann zu der Erkenntnis gekommen, dass so wie wir uns politisch aufgestellt haben, bestimmte Probleme, die aus der Zukunft in die Gegenwart hineinstrahlen, nicht mehr so gelöst werden können, dass sie zum Vorteil der Menschen sind. Im Mai letzten Jahres kam es in Frankfurt am Main zu einer Tagung, zu einem Symposium, in der dann der erreichbare und interessierte Sachverstand dieses Landes sich zusammengesetzt hat und mal abgeprüft hat, was bedeutet eigentlich Digitalisierung. Das ist eines dieser Probleme aus der Zukunft, die in die Gegenwart hineinstrahlen ist. Wir tun ja so, als sei das irgendwas, was dann irgendwann in der Fernzukunft kommt. Nein, das ist bereits jetzt im Prozess. Und noch können wir da einigermaßen steuern, noch haben wir da einigermaßen noch die Hebel, in welche Richtung die ganze Sache gehen kann. So, wir haben dann halt ursprünglich in Frankfurt nur ausarbeiten wollen, so was ist das, wir wollten Selbstverständnis haben, selbst begreifen, um uns selbst und unsere politische Arbeit munitionieren zu können. So, das hat sich aber gezeigt in Frankfurt am Main, dass die Situation wesentlich dramatischer ist, als wir das befürchtet hatten. Und es ist anstatt eines reinen Arbeitspapiers im Eigeninteresse zu einem Manifest gekommen. Das heißt, die eingeladenen Referenten sind der einhelligen Auffassung gewesen, es muss jetzt was geschehen, wenn denn halt die Gesellschaft im digitalen Zeitalter noch eine menschliche sein soll. Dazu im Nachhinein ist dann dieses Buch erschienen, herausgegeben unter anderem hier von Gerhard Reifen, mir, dem, ja, wenn man so will, Chef von der Zeit, und Dagmar Patanoga. Da kann man im Einzelnen die Facetten nochmal nachstudieren, was da letztendlich dann auf uns zukommen wird, in welchen Bereichen Digitalisierung sich ausprägen wird. Wir haben dann in diesem Jahr ein Ereignis, welches überhaupt gar nichts mit Digitalisierung und Grundeinkommen und Gesellschaft zu tun hat, nämlich das 100-jährige Bestehen des Bauhauses, durchdacht und haben da eine Verknüpfung gesehen. Das, wenn man durch Deutschland jetzt geht und guckt sich dann die Kommunen an, die Städte an, wie die dieses 100-jährige Jubiläum des Bauhauses feiern oder zelebrieren, dann beschäftigen sich nur noch mit den Attributen, mit den sichtbaren Gegenständen des Bauhauses. Also sei das Bauhaus nichts anderes wie eine Fabrik, die schöne Gegenstände produziert oder halt auch nicht, je nachdem, sondern Ansatz. Was allerdings komplett verdrängt wird, ist die eigentliche kulturelle Leistung des Bauhauses, nämlich die erste künstlerische Äußerung, die nicht dogmatisch von oben diktiert worden ist. Wilhelminismus, Viktorianismus, wenn man immer Gegenstände, die Fürsten, Bischöfe, Kaiser vorgegeben haben von Geschmackslosen, sondern es ist der erste in einem Diskurs, in einem kommunikativen Kontext entstandene kulturelle Begriff. Das ist eine Leistung, nicht umsonst weltweit erfolgreich. Im Nachgang leider aufgrund der Ökonomisierung durch den Kapitalismus, Nutzwert, Rendite, Maximierung, ist die Schönheit, die Ästhetik und der eigentliche Geist des Bauhauses natürlich stark gelitten. Das ist die Problematik, die wir jetzt auch bekommen können hinsichtlich Digitalisierung. Digitalisierung wird unsere Gesellschaft von den Grundfesten auf verändern. Und das bezieht sich nicht nur auf die Erwerbsarbeitswelt, sondern auch, wie wir miteinander handeln, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir miteinander verkehren, im wörtlichsten Sinne, wird sich ändern. Damit wird sich auch das Gesicht der Stadt wandeln. So, und wenn ich vom Gesicht der Stadt spreche, dann muss man ja irgendwo etwas erkennen können. Wenn ich jetzt beispielsweise mal einen Begriff in den Raum werfe, entstehen sofort bei jedem von Ihnen und bei jedem von euch Bilder. Wenn ich jetzt den Begriff Hansestadt von jeder irgendwelche Vision, Backsteingotik, Hanse, Korn, Schiffe, Thomas Mann und so weiter. Jeder hat irgendwelche Bilder. Umgekehrt kann ich allerdings auch den Weg gehen, indem ich dann Bilder aus der Stadt habe
Eher hat den Begriff geprägt. Die Leute, die sowas machen, das sind die sogenannten Semiotiker, die sehen in der Welt Zeichensysteme. Ich habe hier mal ein paar Bilder mitgebracht, ein Schweizer Grafikdesigner, Jörg Meyer, der hat einfach mal den Wandel eines Dorfes, den Wandel einer Stadt im Laufe der letzten Jahrhunderte visualisiert. Und da kann man etwa sehen, wie sich das Zeichensystem Stadt, das Zeichensystem Dorf ändert. Was entscheidend ist, dass das, was vormals nebensächlich war, einfach nur eine Beiläufigkeit durch das Zeitgeschehen immer wichtiger wird als Relikt aus der Vergangenheit, Denkmalschutz, das wird restauriert, es bekommt eine Bedeutung, die vorher nicht gehabt hat. Auf der anderen Seite ist die Stadt in ihrer Funktionalität eine andere geworden. Wir alle kennen mittelalterliche Städte, wo wir beispielsweise eine Glöcknergasse, eine Schmiedegasse, eine Fleischerweg kennen, wo halt bestimmte Zünfte im Straßen orientiert waren. Heute unvorstellbar, heute verstreut sich das über den ganzen städtischen Kontext. Warum war das früher so? Früher waren die einzelnen Metzger, die einzelnen Glockengießer und was es alles an Handwerk und so weiter, keine Feinde, keine Konkurrenten, sondern war froh, dass sie da waren, weil die Nachfrage nach deren Produkten, nach deren Dienstleistungen war so groß, dass gar kein Konkurrenzgefühl, zumindest ein merkwürdiges Konkurrenzgefühl, aufgekommen ist. Vielmehr war man da aufeinander angewiesen, die Nachfrage befriedigen zu können und sich gegenseitig zu sichern. Das heißt also, die Metzger früher hatten dann einen Viehtransport in eine Straße hinein. So, wenn jemand Das heißt also, die einzelnen Zünfte hatten sich dann zum gegenseitigen Schutz in einzelnen Regionen, einzelnen Zonen dann niedergelassen. Das ist im Laufe der Industrialisierung nicht mehr erforderlich gewesen und schon kam es zum ersten großen Umbruch des Systems, des Zeichensystems Stadt. Die Stadt hatte bestimmten Funktionen. Wir hatten die Industriebetriebe mit den entsprechenden Fahrpotenzialen, dem Dreck, dem Schmutz, den Giften, die wurden halt also aus dem Stadtkontext hinausgedrängt an die Peripherie. Folglich musste zwischen den Ortschaften, wo die Menschen wohnten, und den Fabriken Straßen gebildet werden. Das heißt, die Stadt unterlag einem Wandel. Nur halt nicht im Interesse der Menschen, sondern halt im Interesse der Industrie, im Interesse des Kapitals, wie man das generell mit einem Überbegriff sagen kann. Wenn wir jetzt den nächsten Schritt nehmen, von der Stadt, wie sie gestern war, mittelalterliche Stadt, Stadtluft macht frei, und ein Bild von Stadt, wo das Individuum eigentlich keine Rolle spielte, weil im Mittelalter gab es keine Individuum, da gab es diesen Begriff noch nicht einmal. Man hatte einen festgelegten Lebenslauf, der ist durch die Industrialisierung komplett gebrochen worden. Lebensläufe wurden komplett zerstört, durcheinander gewirbelt. Man wurde von sich selbst enteignet, man war nur noch Funktion. Und das hat sich perfektioniert, bis in die Gegenwart, wo Mensch halt nur noch ein zu funktionierendes Wesen zu sein hat im Staatsgefühl. Und das Bild der Stadt, das Zeichensystem Stadt von heute, spiegelt dieses exakt wider. Wenn wir jetzt beispielsweise Städte nehmen und nehmen diese Zeichensysteme und legen die in der Hand, so wie eine Momentaufnahme. Wenn wir jetzt Momentaufnahmen der Vergangenheit nehmen, wie beispielsweise die Stadt Bonn vor 50 Jahren, vor 100 Jahren war, dann kann man sehen, dass da eine gewisse Entwicklung ist. Und wenn wir das mit anderen Städten machen, und Semiotiker machen sowas gelegentlich, dann kann man feststellen, dass Städte sich alle durch mehr oder weniger dieselben Wirkungsmechanismen ändern, nämlich hin zu Renditeinteressen von kleinen Gruppen, weg von den menschlichen Bedürfnissen. Das ist eine Sache, die kann man nicht bestreiten, die ist argumentativ belegt und wissenschaftlich präzise fundiert. Die Frage ist nun, jetzt kommen wir auf die nächste Stufe, das ist Digitalisierung. Wie gehen wir damit um? Lehnen wir uns zurück und überlassen das dem Nachtwächterstaat, statt mach du das schon mal für uns, dann sind wir verraten und verloren, weil der wird es nicht tun, der wird andere Interessen belegen. Wenn wir aber wollen, dass das Leben in der Stadt wieder menschlich wird, die Stadt wieder zu unserer Stadt wird, dann müssen wir halt selber einschreiten. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass andere das für uns tun,
sondern wir müssen selber aktiv werden. Und wir vom Josef Gieselt-Club, wir denken da nicht nur drüber, sondern wir bieten dann halt auch Möglichkeiten an und laden Menschen ein, das mitzumachen. Nun, heute ist es halt personell halt etwas dürftig. Nun ja, aber wie gesagt, selbst die kleinste Lawine beginnt mit einem Schneeflug, mit einer Schneeflug. Ja, so, und dann wollen wir hoffen, dass wir entgegen der ursprünglichen Planung keine 5 Workshops und keine 5 Gesprächsrunden machen, weil dann wäre jeder mit sich selbst mehr oder weniger beschäftigt, sondern wir stellen einfach nur ganz kurz vor, was wir eigentlich in den Workshops, in den Gesprächsrunden getan hätten und setzen uns dann in einer großen Runde zusammen und machen das dann interdisziplinär. Tauschen uns dann aus, in Schnittmengen. Wo muss man vielleicht voneinander lernen? Wo kann man gemeinsame Positionen entwickeln? Und welche Lösungen gibt es denn jenseits des Philosophischen, was wir hier hauptsächlich machen als hauptberufliche Philosophen, sondern was sagen zum Beispiel Künstler, was sagt die Politik, die quasi wie zwischen Mühlsteinen zerrieben wird durch unterschiedlichste gesellschaftliche Interessen. Müssen denn alle Interessen bedient werden oder gibt es da vielleicht irgendwie so ein Check-off-Balance, wo man dann gucken kann, dass halt das Machtgefüge auch mal sich den Betroffenen mal zuwenden. Was für eine Stadt wollen wir haben in der Zukunft? Welche Möglichkeiten bietet Digitalisierung, dass wir Stadt wieder zurückerobern können, dass Stadt wieder an Lebensqualität gewinnt und nicht nur funktioniert und wir halt nur einfache Bewohner und Konsumenten dieser Stadt sind. Darum geht es heute und ich hoffe, dass wir zu einem Ergebnis kommen, dass wir dann später ergänzt durch externe Expertisen, André Holm beispielsweise, denke ich dran, dass wir da irgendeine Textsammlung zusammenkriegen, die dann halt als Handreichung in die Zivilgesellschaft gestreut werden kann, ähnlich diesem Buches, sodass wir da halt wenigstens so ein bisschen was ernten können von dem, was wir heute sehen. Das war's.